Waffenstillstand startet exklusiv in Nordrhein-Westfalen am 18.03. Und ab 1. April in ganz Deutschland. Das war in Casablanca, dieser ärmere Stadtteil an der Moschee. 300 Kinder, die nicht ruhig zu kriegen waren, auch mit noch so vielen Blockern. Die waren einfach tierisch laut, teilweise Sprechchöre oder Lieder haben die angestimmt, wo man sagen kann, die machen es unmöglich, dass man einen guten Ton mitnimmt. Wir sind hier in Casablanca, in einem der Innenstadtviertel des Drogenhauptquartiers Marokkos, wie wir uns haben sagen lassen. Das ist einer der ersten Motive, die wir gesehen haben. Und wir haben uns sofort drin verliebt, weil authentischer als hier kann man es fast nicht erzählen. Kleine Explosionen gibt es, ganz witzig, in den zwei Läden da hinten. Die werden vorbereitet mit so einer Breakdown-Tür, so heißt das. Fliegt in die Luft mit ganz leichtem Holz. Mit einem Low-Budget Projekt, einen solchen Film zu machen, war sowieso schon Wahnsinn. Das zeigte sich gerade in den Städten. Amerikanische Produktionen haben das Geld, dann ein ganzes Drogenviertel zu kaufen. Wir hatten das Geld für eine Straße. Ich habe ein gutes Gefühl. Bazooka Action! Come on!